Leute und herzlich willkommen zurück zum Yandere Simulator. Es ist das neue Update draußen. Es ist gestern erschienen, am 1. Juni 2016. Und es gibt Veränderungen in der Storyline, was es so jetzt noch nicht wirklich gab. Und ihr kennt doch alle unsere gute alte Freundin hier, Kokuna, ne? Die kennt ihr, die mögt ihr, die mögt ihr nicht. Ich weiß es nicht, kommt drauf an. Ich mag sie jetzt nicht so, weil sie mir Sandbar wegschnappen will. Auf jeden Fall werden wir heute mit ihr ganz viel Spaß haben. Und dafür müssen wir erstens warten, bis sie hier uns ihre Probleme erzählt. Wie wir hören, dass sie mit anderen Männern schläft. Wir müssen nämlich all ihre Geheimnisse ihr entlocken. Wie sie das anhört. Ihre Geheimnisse entlocken. Um sie dann letztendlich um den kleinen Finger wegen zu können. Komm her, Schatz. Jo. Da ist sie überrascht gewesen. Ja, du bist toll. Ich hasse sie. So. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, weil es könnte ein längeres Video sein. Könnte aber auch schneller vorbei sein. Ergibt keinen Sinn. Auf jeden Fall. Ja. Ihr könnt euch auch das Video vom Yandere Dev anschauen. Das... Ne, ich verlinke das nicht. Das ist auf der Webseite. Schaut euch einfach die Original-Webseite an. Und, ja, da seht ihr schon, wie man sie dazu bringen kann, Senpai nicht mehr zu lieben. Aber wir werden mehr blutrünstig vorgehen. Und, oh mein Gott, wer ist das denn? Ha, ah, jetzt red doch mal mit mir, du blöde Kuh. Die sieht ja komisch aus. Very nice, very, very nice. Komm schon, komm schon, komm schon. Blöde Kuh, nochmal. Ja, gut. Ich mag sie jetzt schon nicht, sie sieht aus wie Bibi. Spaß. Gut, the most flashy girl in school. She is spoiled rotten by her doting father. Okay, okay. Her father wants alone. Merken. Letzter Satz, merken. Ja, geh schon, Kamera ist weg. Blöde Kuh. Letzter Satz, unbedingt merken. Wichtiger Satz. Letzter gleich wichtig. Mann, seid ihr dumm. Ich warte auf Cocky. Bis Cocky endlich mal einen Anruf kriegt. Hey, hör auf, geh weg von mir. Ah! FPS-Einbrüche! Da, Cocky kriegt einen Anruf. Cocky, komm mit! Cocky? Oh, tut mir leid, dass ich den Weg versperre. Ja? Hello? Hm? It's me. I told you not to call me when I'm at school. I was wondering. Like I said, that was a one-time thing. You're like, I don't want to do that again. Hier stehen Brust an Brust, aber meine Brust ist größer. So. Well, if it's just. Ist das jetzt sexy, wenn Frauen jetzt so Titten aneinander reimen? Ist das sexy? Kann ich jetzt Titten in den Thumbnail packen? In den Thumbnail. Da kann ich mal reden. Chisudatama, also Schlampe. Ja, ja, ja. I can't believe I'm doing this. I can't believe you're doing this. Ich gehe jetzt in den Unterricht, so sehr kann ich es nicht belieben. Gut. La 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 la. Ich lerne mich mal voll. Gut. Nächste Station auf unserer Wissensreise. Oh, sie sind wirklich eine Wissensreise. Ich bin so gut. Auf jeden Fall, nächste Station ist das Dach. Ihr wisst, ich laufe nicht mehr selbst. Seitdem ich teleportieren gelernt habe, laufe ich nicht mehr selbst. Selbst laufen ist das für Leute, die sich nicht teleportieren können. Also für mich in real life. Oh. Gut, müssen wir warten, bis sie hier sprechen. Und dann muss ich auf den nächsten Tag mal schalten. Danach. Immer wenn ich voll level, kriege ich danach eine Augenklappe. Es ist so schrecklich. Wisst ihr, ich kann zwar alles lernen, aber dafür verliere ich ein Auge. Bewegen sich eigentlich die Wolken? Nein. Schlecht animiert. So, Cocky. Dann ist Senpai. Und dann ist Cocky, die bewegt sich da. Gut. Cocky und die andere. Ich warte aber darauf, dass Cocky sich bewegt. Cocky. Gleich ist die Mittagspause vorbei. Ah, da kommt Miss Grünhaar. Ich habe ihren Namen vergessen. Ich habe wirklich ihren Namen vergessen. Hi, Miss Grün. Ich kann mir nicht alle Namen merken, okay? Und wo kommt meine Kleine? Da kommt sie.
Ich stehe hier nur zufällig rum. La 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 la. Also nämlich die einzige Station bzw. Situation, wo sie aufhört zu reden, wenn ich auf sie zukomme. Da. Könnt ihr übrigens schon glauben, dass es schon Juni ist? Ich überhaupt nicht. Dafür ist das Wetter gerade so schlecht. So jetzt. You haven't been acting like your usual self lately. Ja. Is something bothering you? Ja. Oh. Well, it's nothing. Da ist was. Ich spüre es. If you don't want to talk about it, that's fine. But remember, I'm your friend and I'd never judge you for anything. Ich bin auch dein Freund. Du weißt nur nicht. I guess there's one thing I want to talk about. Ja, rede. I'm listening. Ich höre auch zu. Ever since my mom died, my dad's been drinking a lot. Sometimes when he's drunk, he comes into my room. Nein. And man sieht meine Brüste. Forget I said anything. Sieht man einfach nur meine Brüste, I really, oder? Really don't want to talk about it. What? That sounds really serious. What does your dad do? Hi, Mädels. Look, I said I don't want to talk. Tut mir leid. Kann man so bösartig sein? Das ist auch meine private Unterhaltung. Ich will die auch hören. Gut. Müssen wir Dienstag machen? Dienstag! Dienstag, Dienstag, alle lieben Dienstag. Und ich muss eine Nachricht hinterlassen. Dafür habe ich ja aufgeskillt. Ihr habt es gesehen. Und zwar about domestic abuse. Please meet me at the school rooftop at 4 p.m. Ah, ich bin dumm. Tut mir leid. Ich bin zu dumm dafür. Es tut mir leid. Ich muss den Tag nochmal neu starten. Ich weiß, das ist doof. Ihr hasst mich alle gerade. Aber ich habe was vergessen, was ganz wichtig ist. Also, was machen wir schon mal? Domestic abuse, please meet me. In the school rooftop at 4, finish. So. Aber wenn sie gleich kommen, müssen wir noch was für sie erledigen. Das habe ich die ganze Zeit komplett vergessen. Weil die Kokuna hat ein Problem. What's this? Dein Untergang. Das Anfang vom Ende für dich. Maybe I should meet them. Ja, komm, lass mal reden. Kann ich mit dir reden? Kann ich mit dir reden? Gut, ich möchte für dich... Gut. Akuna ist gut und ist total. Discover a way to prove you with a loose uniform. Gut. Ich brauche eine neue Uniform für sie. Und dafür brauche ich Folgendes. Gib mir deine Unterhose. Gib mir dein Höschen. Excellent. Ja, ich weiß. Dankeschön. Hey, du hast einen Ring. Den klaue ich dir. Immer. Nein! Ist das Höschen noch mit drauf? Oh, ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Gut, wie viel kostet denn das Höschen? Wenn ich immer Höschen sage, das hört sich scheiße an. What do you need? Drops. 5 brauche ich. Kriege ich hin. Wartet nicht auf mich. Oder doch, tut es. Ich bekomme das hin. Warum kann ich dich eigentlich nicht nehmen? Du hast doch auch ein Höschen an, oder? Ja, kann ich dich nicht irgendwie so, dass du Unterwäsche? Nein, geht nicht. Schade. Wäre viel cooler gewesen. Hi. 2. 3. Die ist die einzig gebräunte. 4. Und die letzte ist die Nummer 5. Fällt auch überhaupt nicht auf, Gott sei Dank. What do you need? Ein Drop. Pleasure doing business with you. You're naked right inside of the school locker. You cannot put on clean clothes while you are still bloody. Hinter der Schule. Gut. Darf ich mal? Dankeschön, Mädels. Darf ich mal? Ich muss mal aufstehen. Dankeschön. Hey. So, es müsste hier hinten irgendwie gedroppt sein jetzt. Ist es das? Ja. Das schenken wir jetzt Kokuna, weil sie das braucht. Was ist das hier? Ach so, nur eine scheiß Kassette. Interessiert mich nicht. Da bin ich schon längst drüber hinweg.
Kaki, du vertraust mir jetzt. Ich habe eine Uniform gebracht. Kaki. Ey, Kok. Kok, Kok. Willst du mich verarschen? Koki. Ich mag sie gleich nicht mehr. Koki, ich habe hier eine neue Uniform für dich. Koki. Gut. Gebe ich ihr das halt später, wenn es geht. Habe ich die Uniform noch? Ja. Nee, es wäre eigentlich dumm jetzt, oder? Ach egal, ich gehe runter zu ihr. Koki, ich habe eine neue Uniform für dich. Sie will doch eine und ich gebe sie ihr. Koki! Wo ist denn jetzt der Kok-Klu? Hi, Rotari. Koki, guck doch mal. Wenn sie wenigstens gucken würde. Ja, wo ist sie denn? Kok, Kok. Oh, FPS gehen runter, stark runter, stark runter, sehr stark runter. Aber es hier gleich irgendwas. Nein, du bist auch nicht Kok, Kok. Koki. Da, guck mal, da ist sie ja. Ey, Kok. Ey, Kok, Kok. Ich habe eine neue Uniform für dich, du kleine Schlampe. Warum kann ich sie jetzt gar nicht mehr ansprechen? Oh Mann. Nachdem wir uns ihr Vertrauen erschlichen haben, können wir ihr jetzt Hilfe anbieten. Endlich. Ja, ich war's. Ich bin dein Vater. Ja. Yes. I heard you talking. Oh, ich liebe meine Stimme. I want to help you with your problem. What is your father doing to you? Oh, you've got it all wrong. My father doesn't do anything to me. Then what does he do when he gets drunk? He cries. What? What? He cries and talks about his debt problems. Your father is in debt? When my mom died last year, my family lost a lot of money. My dad took out a loan so that he could continue to pay for my tuition fees, but it turns out that he borrowed money from some really shady people. They raise the interest rate by 10% every 10 days, and they threaten to get violent with him if he doesn't pay up. Loan sharks. I'm trying to help my dad get out of debt. I'm trying to earn money any way I can, but the only ways to make money fast are gross. What's the name of the business that your father borrowed money from? I think it's called Ronshaku Loans. I'm going to get your father out of debt. What? No! Please, don't get involved! I doubt there's anything you could do about it. You'd be surprised. Du weißt nicht, zu was ich alles fähig bin. I appreciate your concern, but I don't think there's anything else to be said. Thanks for letting me talk about my problems. Alles gut. Ich krieg dich da You're raus. You're welcome. Ich krieg dich da raus. Ich schaff das. Wenn ich das nicht schaffe, schafft es niemand, aber ich schaff das. Gut. Müssen wir den Tag natürlich nur mal wieder ändern. Wir haben jetzt die Informationen, die wir brauchen. Und ich kenne genau die richtige Person, die bei uns bei unserem Problem helfen kann. Dafür brauche ich aber Beliebtheit und das andere hoch. Ich weiß immer noch nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Das ist mir auch egal.
Wo ist sie denn? Wo ist denn unsere blonde Prinzessin? Denn unsere blonde Prinzessin, hey Prinzesschen, ist zufälligerweise, tut mir leid nochmal, ist zufälligerweise die Tochter. Ja, das haben wir doch schon mal gehört, ne? Kannst du mir mal ganz kurz folgen? Ich mag die jetzt schon nicht. Oh, das ist nicht schön. F steht für Feinde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich werde ich dich los. Und niemand wird es bemerken. Wo ist denn die kleine Bitch? Habe ich meine Schlampe verloren? Ja, sie folgt mir. Hallo. Geh mal... Ah, Senpai. Senpai nervt so ziemlich mit seiner Aura. Ich dachte, du wolltest mir folgen. Willst du mich verarschen? Gut. Jetzt folgt sie mir. Lässt du mich hier alleine? Ich sing schon unser Feindeslied. Du bist mein Lieblingsver... Wo ist die kleine Kröte? Willst du mich verarschen? Ohne Witz jetzt. Komm. Boah, Kokuna war schlauer als du. Ich hätte lieber sie wieder als Feind. Ach so, habe ich ja noch. Haha, gut. Komm her. Komm doch jetzt bitte hier ran. Willst du mich verarschen? Komm jetzt. Ey, das sind Türen. Türen kann man auf und zu machen. Guck mal, ich zeig's dir. So, komm her. Schlaf. Dankeschön. Mir ist etwas, das funktioniert. Gute Nacht, träum schön. Bis später. Ich gehe in den Unterricht. La-ba-ba-ba. Boah, ich bin jetzt fast voll mit Biologie, obwohl ich es gar nicht brauche. Gut. Das war jetzt das leichteste Kapitel, ehrlich gesagt. Irgendwie. So. Nach Hause. Wir holen sie ab. Ja, ja. Ich weiß, ich hole sie später nach. Ja. Ey, es ist Mittwoch. Geil. Ich gehe heute aber nicht in die Schule. Denn ich werde in den Keller gehen. Hi, Süße. Wir foltern dich nicht. Keine Angst. Oh, nur in der Nacht. Ja, foltert dich vielleicht doch. Kann ich mit dir reden oder so? Spaß. Ich gehe zur Schule. Aber Schule gehe ich jetzt heute auch nur flüchtigkeitshalber, weil es sein muss. Ich gehe nämlich einfach nur in den Unterricht und gehe dann wieder nach Hause. Ich will nur Biologie heute zu Ende lernen. Ich nehme schon seit 50 Minuten auf. Für euch schneide ich das ein Stück. Am Anfang ging es einfach zu scheiße los. Da habe ich zu viel vergessen. Das war so dumm von mir. Gut, es ist nachts. Ja, Senpai. Ich weiß, wir lieben ihn. So. Es ist nachts. Wir gehen in den Keller. Weil sie auch meine Stimme nicht erkennt. Gut. Sag was. Ja, Daddy, sie will nicht sterben. Ist das gemein? Watch this video. You scumbag. What have you done to my daughter? I haven't harmed her. Yet. If you ever want to see her again, you must do as I say. What do you want from me? Free all of your clients from debt. Are you insane? That would... For every day that your clients remain in debt, I'll remove one of your daughter's fingers. If you want her back in one piece, you must act immediately. You monster. Fine. Good decision. Good. Dann sind die alle schuldenfrei. My dad plötzlich. Just got a phone call. He says his debts have been wiped clean. Did you do this? Yes. What did you do? I can't tell you. Oh, die möchte sie auch nicht erzählen. It's kind of scary. But I can't remember the last time I saw my dad this happy. I don't know what you did. You're... Yeah. What is it? Please meet me at my house tomorrow, before school begins. I'll be there. Okay. Sie trifft mich in meinem Haus und es gibt es zwei Möglichkeiten.
Oh, es ist nicht ein schönes Haus. Die erste Möglichkeit ist, ich rede ganz normal mit ihr. Das kann man auch in den Video vom Yandere-Dev schauen. Und die zweite Möglichkeit ist, ich vernichte sie. Und ich denke mal, das werde ich tun. Nice place, Yan-chan. Ja, ich weiß. Ja. Where are your parents? Overseas. So you take care of yourself? That must be hard. Ach, ich töte Leute und esse ihre Hände. I want to thank you again for helping my dad. I won't ask what you did. I'm sure it's something that you wouldn't want to talk about. But I hope you gave him what he deserved. Loan sharks are awful people. Yeah, yeah. I did a bunch of stupid things while I was trying to make money. But my biggest regret was getting Saki involved. I never told her about my dad's debt, but I did tell her that I needed money fast. She- Wait, what are you doing? That's not funny. Stop! Let me go! No! Was? Das war's? Ich hab mir was Epischeres erwartet. Oha! Oder wir könnten ganz normal mit ihr reden und ihr sagen, ja, bitte sei nicht mehr in den Typen verliebt. Und sie sagt so, oh ja, ich liebe ihn zwar voll, aber wenn du das sagst, ist das okay. Gut, ich bin enttäuscht. Aber vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin gerade... Steht wesentlich eine Blume auf ihren Tisch? Ich bin so enttäuscht. Bis dann. Ciao. Ah! Sie ist in meinem Keller. Passiert. Gut. Hätte ich sie auch gleich entführen können. Ah, ich weiß es nicht. Ciao.